Hi Leute und willkommen zurück zu Tales of Celia. Wir wollen endlich mal hier von Neron abhauen, diesem Dreckshaufen hier mitten auf der Karte. Und Lea ist weg, wir reden noch eben mit den Eltern. Vergiss nicht, immer schön zu üben. Und denk dran, Übung stärkt nicht nur den Körper, sondern auch den Geist. Jo. Nahrung ist die Basis des menschlichen Lebens. Sieh also zu, dass du auf deinen Reisen immer gut isst. Ja, ansonsten sterbe ich nämlich. So. Gut, dann gehen wir halt zum Seehafen. Der alte Mann humpelt da rum. Die steht nur doof rum. Der hat uns was umgelaufen. So. Geld haben wir keines. Oh, die Liliumkugel ist aktiv. Ja, wir haben hier auf jeden Fall 12 Punkte zu vergeben. Oh, hier gibt es Fertigkeitspunkte. Das wollen wir doch mal ausnutzen. Also einmal hier hin, einmal dahin. Und die Liliumkugel weitet sich aus. So, Illusionsangriff gelernt. So, wo ist die nächste Spezialkugel? Die ist hier. Geschicklichkeit. Erhöht Geschicklichkeit um 5%. So, dann gehen wir natürlich direkt auf direktem Wege dorthin. Und das schaffen wir sogar. So, wo kriegen wir Fertigkeitspunkte? In dieser Richtung. Da muss ich aber ordentlich drauf zuarbeiten. Oder ich nutze das hier direkt. Sehr gut. Mila hat schon und Elise. Auferstehung. Ein Engel steigt aus dem Himmel herab, um einen gefallenen Verbündeten wiederzubeleben und stellt außerdem eine kleine Menge KP wieder her. Alles klar. Machen wir. So. Ist drin. Wo kriege ich noch mehr Fertigkeitspunkte? Hier gibt es Fertigkeitspunkte. Dann gehe ich dann auch einfach mal diesen Weg hier. Illusionsangriff wieder. Ja. Ich muss noch erstmal hier entlang. Immer schön viele Fertigkeitspunkte sammeln. So, Illusionsangriff. Und dort haben wir noch mehr Fertigkeitspunkte. Neue Zuversicht. Nach einem erfolgreichen Rückwärtsschritt-Ausweichmanöver verbraucht die darauffolgende Combo keine TP. Oh, cool. Und die Liliumkugel weitet sich aus. Und ich meine, oben links habe ich die neue Spezialkugel gesehen. Yes. Erhöht Psi um 5%. Oh. Da muss ich aber jetzt ordentlich drauf hinarbeiten. Gut, dann gehen wir halt diesen Weg. Aufheben. Ein Geisterarte, das die Statuserkrankungen aller Verbündete heilt. Wenn Teppo auf 1 steht, schützt der schützt es Verbündete. Oh, mhm. So, dann hätten wir das auch erledigt. Fertigkeiten müssen wir noch abchecken. Ein bisschen kann er machen. Illusionsangriff ist nicht so unbedingt, aber Geschicklichkeit und so. Das sollte schon drin sein. Neue Zuversicht. Illusionsangriff. Angriff 2. Alles klar. Das finde ich gut, dass wir das gemacht haben. Immer schön aufsteigen. Und dann wollen wir auch endlich losfahren, oder? Wir können uns eh nichts kaufen. Ich bin sowas von arm. Aber gefällt mir das Spiel. Das gefällt mir richtig gut. Langeweile kommt da eigentlich gar nicht auf. Immer was zu tun. Und vor allem die Story ist spannend. Wo ist Leia? Ich wollte sie danken. Dieses Schiff ist bound für Azul. Ist das Teil des Plans, den du mentioned? Es ist. If you hatch this plan, then we know it will work. You're not going to make amends with your father? Nein! Der ist ein Arsch. What's the point, Mom? We're minutes from leaving. Your father is just worried about you, honey.
please understand that. I hate to impose, but would you look after this young lady for a few days? Someone from Sapstrath Seahaven will be coming to pick her up. Can you watch her until then? Oh, she's adorable. Yes, of course. I'll take good care of her. This kind of abandonment could really stunt our emotional growth and stuff and things! Jude! Dad, I've made up my mind. I'm going with Mila. You're not going anywhere with that woman. The thing she's gotten you involved with. Looky here. I just can't get rid of you people, can I? Alter, wo kommst du denn jetzt her? Alvin? My new job didn't really pan out. You know, I still haven't worked off all the money I got last time, so I guess you're stuck with me. You're coming with us? You know this man? Yeah, we're old traveling buddies. Alvin! Can you believe these meanies are abandoning us? You poor little spud. You can fight just as well as they can. Come on, let's bring the kid and her toy along. It'll be just like old times. But Alvin... Don't worry, I'll protect her if things get dicey. Come on, Rowan. You're stuck with us, Butler! Es frisst den Butler! Es frisst den Butler! Last call for boarding! The ship will be departing momentarily! If you can't pry people off, I guess they have to come. Well then, what are you waiting for? Hurry aboard! Yay! It seems I am no match for you. And now you two. Yeah. I better get aboard. Jude! Dad. Don't you have something to say to your parents? Goodbye. Remember, taking responsibility for your actions is part of becoming an adult. This tub's bound for Lacutum Seahaven? I thought you were heading for Fenmont. You're asking this now? You really do go with the flow, huh? Like, literally. I couldn't care less where we wind up. I'm only here to look after Miss Elise. And me! The band's back together! You're not exactly part of the bargain. Rowan, please tell us your plan for taking us to Azul. Very well. I believe trying to force our way through Fort Gondala now would be a suicide mission, to put it bluntly. I saw the fortress's security golems being activated as we were escaping, right after Mila was injured. And those are... They're weapons made by humans using Earth spirits. It would take an entire division of soldiers to defeat those automata, and only if they had a clever strategy. But the sea routes to Fenmon are still closed, so if we're heading to Azul... You mean to cross from Azul to Fenmont over land? That's quite a hike. What'll we do about Fezabel Marsh? Oh yeah, that's true. That swamp apparently stretches forever north of Fenmont. It's supposed to be the natural equivalent of Fort Gondala in terms of fortification. Isn't that marsh impossible to cross? Something about the spirit climb being too severe? Most of the time, but the interseasonal winds have blown, which means that Solemn is upon us. That means the spirit climb has shifted from Ifrita to Renome. Fezabel Marsh should be passable, for now anyway.
If you say so. I'm not sure I understand either. In other words... We're good to go if we hustle through the marshes, right? Exactly. In any case, hustling is the order of the day. It seems we have little time left. Why? What's gonna happen? I have received word that even after you left Sherrilton, the golems in Fort Gondola remain activated. This does not bode well for us. It's a clear sign that Rashagol is readying for open war. With who? With Azul? Why would they want to do that? I must destroy the Lance of Kresnik before it can be used in battle. What's wrong? There's a person in there. Ja, und ich glaube, wir wissen alle, wer da drin ist. Ja, war klar. Friend of yours? Der Blick passt. Der ist göttlich. Oh, a real barrel of fun. Oh, ein englischer Wortwitz, den man hier im Deutschen nicht rüberbringen konnte. Ah, geil. I got so bored waiting in there, I must have fallen asleep. Then you'll be well rested for the return trip home. Return trip? I'm coming with you. This isn't a game. I know, right? Wer bist du denn? Who are you? This is Alvin, our little buddy. Pleasure to meet you. I'm Leia. Pleasure to meet you too, little buddy. Ja, klar. Der ist ein Kopf größer als du. Little buddy? It's okay, right, Mila? I can come along? Perhaps. Why do you want to? Wait, seriously? Your strength really inspired me back at the mine. I thought to myself, I want to be just like you. Well? Is that it? I thought you might say that. Hold on. What is that? I filled the scrap of paper with all kinds of reasons. Take a look. Reasons why you should come with us? Yep, at least 100. Bitte was? Very well. You can come with us. I like you. You're so very... human. You gotta be kidding. Okay, now that it's all official. Oh nein. I'm happy to join. Thanks for asking. Okay, ich habe schon Schlimmeres erwartet. Okay, unser Team ist also mega voll. Ach du Scheiße. Scheiße, Scheiße, wir sind jetzt voll. Ich glaube, wir sind jetzt wirklich voll. Wir haben jetzt alle Mitglieder, die wir haben können. Yes. Notizen, wieso sich Leia der Reise der Gruppe angeschlossen hat. Den Inhalt kennen nur Leia und Mila. Aha. Ich bezweifle, dass 100 Gründe auf dieses Stück Papier passen. Gut. Wem können wir Punkte geben? Ja, wen wohl? Alvin. Der ist der Einzige, der hier richtig faul war. Wann kommst du? Warum kommst du denn jetzt? Hä? Willst du etwa wieder rumspionieren? Ich weiß es doch, Alvin. Ich weiß es doch. Aufladung plus 2 ermöglicht dir eine zusätzliche kumulierbare Aufladung, einen Extraangriff, solange du aufgeladen bist. So, wo ist deine nächste Spezialkugel geblieben? Die muss doch hier irgendwo sein. Brumm, 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 brumm. Hier ist sie ja. Stärke erhöht, Stärke um 5%. Alles klar, machen wir.
So, einmal hierhin, einmal dahin. Haben es ja auch schon gleich geschafft. Und bitteschön. So, hier gibt es noch mehr Fertigkeitspunkte. Dann holen wir uns die mal. So. Dann hätten wir auch das geschafft. Vitalität. Erhöht Vitalität um 5%. Und hier können wir Beweglichkeit erhöhen. Ja, warum denn nicht? So, das war's dann. Fertigkeiten müssen wir kontrollieren. Warum habe ich so wenig Fertigkeiten eigentlich? Ist ja schlimm. Die ist bedient. Ja. Bedient. 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 Alles klar. Jetzt müssen wir nur noch das Team ein bisschen ändern. Mila kommt auf jeden Fall hier hin. So. Jetzt ist die Frage, wollen wir Lea und Elise bleibt auch auf jeden Fall. Aber wer ist Nummer 3 hier? Elvin ist eigentlich ganz gut. Rowan ist auch ganz gut drauf. Schwierig eigentlich. Das finde ich jetzt aber verdammt schwierig. Also wir können nicht 2 Magier drin haben. Das glaube ich nicht. Das können wir nicht machen. Eine Magierin ist doch schon gut genug, oder nicht? Aber sie ist auch Nahkämpferin. Und sogar noch besser als Mila. Fällt mir so gerade auf. Das Ding steckt ja immer noch in ihrem Bein drin. Das haben die echt daran gedacht. Das ist ja unglaublich. Natürlich ist Elvin aber noch besser im Angriff. Boah, schwierig. Außerdem will ich nicht 3 Frauen im Angriffsteam haben. Geht doch nicht. Das ist schwierig eigentlich. Das ist wirklich schwierig. Also Elise bleibt auf jeden Fall. Das habe ich so beschlossen. Und ersetzen tun wir sie... Na komm, tun wir mal Elvin rein. Den haben wir doch schon lange nicht mehr gesehen. Außerdem können wir seine guten Angriffe bestimmt gebrauchen. Oh mein Gott. Elise Geisterkunde. Where did you learn to channel spirits? Where? I don't remember. She's just really talented. Ja, klar. Well, that's why I asked. I've never seen a kid with anywhere near your master's level of skill. Really? I was channeling the Four when I was much younger. Ja super, du bist auch Herr der Geister. You're a special case. Eben, what the fuck? Was ist das denn? Java Auto Update? Nein. Was soll... Äh...